Moin moin Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, auf jeden Fall. Ups. Sorry. Boah. Ja. Auf jeden Fall. So. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind... Wir müssen die Nachrichten überbringen. An alle Männer im wehrfähigen Alter. Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen und als Reservisten. Ah ja, genau. So, ich muss mal kurz das überprüfen. Ja, alles klar. Nein, wollte ich doch gar nicht. State attenti. Irgendwie. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung. Ist klar. Wie gesagt, sorry, ich guck grad nur was. Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Eine Bekanntmachung im Namen des Medicus Maestro Corsini. Eine Behandlung mit seinem berühmten exotischen Blutegel. So, haben wir es jetzt? Verschafft Linderung bei beinahe jedem Leid und ihr werdet euch erfrischt und verjüngt fühlen. Ja, ja, so. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Ich werde es ausrichten. Gerade letzten Monat kaufte der Burggraf 300 meiner feinsten Säbel für seine Kavallerie. Auf jeden Fall. Sorry. Was genau hat dich? Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Ein bisschen Respekt, Idiot. Nur die beste Kleidung. Okay, dann gehen wir halt eben aufs Dach. Ist mir auch egal. Ja, genau. Da drüben ist ja der Eingang. Ich mach's anders. Guardate che meraviglia, quest'agnello! Dankeschön. So. Warte mal, da war doch... Schön weiterarbeiten. Bischero. Ja, du alles sorgst klar. Dich zu viel, Giovanni. Francesco de Pazzi ist im Kerker. Die Bedrohung ist beendet. Ach, denkst du? Ah, mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Si, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen. Aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Sehr abweisend. Ah, hi. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Jetzt sollen wir auch noch für den Bruder auf Federnjagd gehen, oder was? Ja, könntest du mal bitte die Kamera drehen? Dankeschön. Hä? Ah, so da. So. Einmal.
Ja, aber ich wollte da lang. Ja, nee. Ups. Eigentlich bin ich aber völlig in die falsche Richtung. Alter. Ich habe mich gerade fast selbst umgebracht. Genau, da ist die eine Feder, da unten ist die Kiste. Werden wir auch gleich ansammeln. So. Steinmetz und Zimmermannsgilden, ah, interessant. Ja, nee, da wollte ich nicht hoch. Oh oh. Nein. Ach komm, gekackt, Mann. Kann ich jetzt oder kann ich nicht? Ja. Ja, Nummer 1. Komm! So. Ich werde alles tun. Nur lass mich gehen. Nee, ich lasse garantiert nicht gehen. Ja, 25 Florin ist ja nicht gerade viel. Was für ein Kerl, was für ein Kerl. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Geh nach Hause, geh nach Hause. Halt die Klappe. Verkommene Seele direkt in die Hölle fahren. Ja, ja. Auf jeden Fall. So sehe ich das auch. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Yay! So, erstmal der Schwester helfen. Hey, Claudia, wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist du, Joe. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Yay, wir haben eine zynische Schwester. Alter Vater. Aber sie recht hat, hat sie recht. Betrügereien ist scheiße. Gibt's leider auch zu. Wow, meine Kamera geht nach oben. Ja, Entschuldigung. Betrügereien gibt's leider zu oft, auch in der realen Welt. Nein, nein, ich will keinen Vortrag halten. Auf keinen Fall. Hallo. Oh, oh. Ja, alles klar. Nee, ich hab keine Lust. Tschüss. Ach komm. So. Ja, du bist auch so ein Buh. Komm, 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 komm. Hey. Ich hab nicht mal eine Klinge. Warum hat er das Klingengeräusch gemacht, wenn ich nicht mal eine Klinge habe? Okay, wenn irgendjemand was darüber weiß, ist das ein Bug oder weil, hier. Ich hab nicht mal die Klinge. Die kriege ich erst noch. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, das ist hart. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Hey, du dreckiges Schwein.
Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ach, ist dem so. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird... Du wirst deine große Klappe bereuen. Was? Doch, ich gebe auf. Lass die Finger von meiner Schwester. Ja, war's das? Hurra! Kommt davon! So. Exotischen Blutegeln aus den Sümpfen Indiens. Ja, danke schön. Linderung bei banal jedem Leid. Und ihr werdet euch erfrischt und verjüngt fühlen. Jedem Wald, da geht's lang. Uiuiuiui. Liebe Leute, kauft bei mir ein. Ich hab keinen Bock bei dir zu kaufen. Uiuiui. So, wir werden erstmal da reingehen, weil da drin gibt's so ganz hübsche, schöne Kisten und so. Und ja... Die geben uns so ganz schick viel Geld. Und ja, money, money. So. Huiuiui. So. Bringt das schnell ans Ziel. Sehr schnell. Dann zahle ich gut. Auf jeden Fall, du alter Knacker. Ja, danke. Jo. So. Du hast viel getan. Du hast mich verarscht. Nee, Spaß beiseite. Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ach, es tut mir so leid, Miss. Ja, supi. Also klettern wir hoch, weil wir natürlich keine andere Möglichkeit haben. Aber nun gut. Da. Ja, hallo. So. Oh, grazie. So, bitte. Schön für dich. So, und ich gehe jetzt erstmal wieder hier hoch. Was soll das? Was das soll? Alter, ich finde wenigstens schnellere Wege als du, irgendwo hinzukommen. Oh oh. Genau, wir klettern erstmal auf das Dach unserer Familie. Ja, nee, ich wollte nicht runterfallen. Komm schon. Wow. So, wo ist denn diese olle Witzfigur? Ach, egal. Wir gehen erstmal darüber. Ah, stimmt, genau. Ups. So, war hier nicht nur einer? Der Arno ist bei Castel Sant'Angelo wieder über die Ufer getreten. Oh, grazie. Ah ja, kein Ding. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? Wieder 100? Ich glaub schon. Eine Botschaft der Verachtung nach Florenz. Offenbar hat sich die Jugend der Verachtung. Zack. Und tschüss. Hau ab. So, mal gucken, wie viel du dabei hast. 15. Wow. Ich störe überhaupt gar nicht die Totenruhe. Was willst du von mir? Bitte, lass mich in Frieden. Ja. Kommt mir bekannt. Guck, guck. So. Ein bisschen prügeln. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Eine Schande bist du, Gla! Ja. Danke. So! Wir werden dich an die 1,
Ja, danke schön. Ich habe immer Nerven. Im Gegensatz zu euch. Wow! Da geht's lang. Wir müssen zur Villa Auditore. So, oder? Ne, ich glaube die Buddha-Mission. Mein treuloser Ehemann betrügt mich. Ich weiß es. Und die Nachbarn. Bitte erteilt ihm eine Lektion für mich. Gerne. Eine verschmähte Frau. Den betrügenden Ehemann verprügelt. Immer wieder gerne. Ach, ist das ein toller Job. Hi. Aber wohin? Ja, komm, komm, komm. Komm. Schande! Renn sie! Bitte, solo il meglio! So. Nummer 1. Arschloch! Jo, du auch, danke. Wow, warum habe ich gerade so viele FPS-Einstürze? Mein Gott, verschwinde da. Das ist ja ekelhaft. Sakrileg. Hast du deine Seele an den Teufel verkauft? Nö, habe ich nicht. Aber danke der Nachfrage. So, ich weiß schon, wo der ist, der olle Spacken hier. Ah ja. Upsala, ich glaube. Hehe, ja. Wir sind aus Versehen doch falsch gelaufen. Ja. Wohl eine im Suff abgeschossen. Halt! Da ist er. Hi! Oh Gott! Entschuldigung! Bitte, lass mich das überleben! Ich bin ganz so groß. Donato, sie gewinnt! Ich gebe auf! Dieser Schlampe. Ich meine, mein wundervolles, geliebtes Weib. Ich gehe heim. Solltest du auch besser. Wenn du nicht noch mehr Prügel einstecken willst. Jo, cool. Wir haben 2000 endlich. Wow, wir haben wieder 198 gekriegt. So, das hätten wir endlich alles geschafft. Du gehst mal zu deiner Frau da nach Hause. Ich weiß, dass du es bist. Bonjour. Buongiorno. Come state? Amore mio. So. War zwar ein bisschen unprofessionell, aber egal. Hey! Ja, wir wissen's. So. Und ja. Das war's auch schon. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal.